Es ist noch gar nicht allzu lange her, dass wir Jurassic World Dominion im Kino begutachten konnten. Und ja, ich weiß, hier gehen die Meinungen ganz stark auseinander. Die einen lieben den Film, die anderen finden den Film extrem schlecht. Und es gibt irgendwie selten Fälle, die so in der Mitte schwanken, was auch vollkommen okay ist. Ich habe tatsächlich gedacht, dass wir jetzt nach Jurassic World Dominion erstmal eine längere Pause in Sachen Jurassic Content bekommen werden. Ja, meine Theorie ist erstmal gewesen, dass wir eventuell 2024 schon den nächsten Jurassic-Film bekommen würden. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Nein, tatsächlich stehen alle Zeichen darauf, dass die kommenden Jurassic-Filme sich erst noch auf das Jahr 2026 nach hinten verschieben könnten. Warum ist das so? Naja, zum einen, da man sich eben nun Gedanken darüber machen möchte, wie man das von Colin Trevorrow angekündigte Jurassic-Franchise oder eben auch das Jurassic-Universe jetzt aufbauen möchte. Zum anderen hat man sich überlegt, okay, wir erschaffen eine Brückengeschichte, die nun zum einen dafür da sein soll, um bestimmte Fragen zu beantworten, aber auch eben um, naja, für uns Zuschauer, für uns Fans eine Brücke zu bilden, bis eben die neuen Filme im Kino starten. Erst vor kurzem haben wir den ersten Teaser zu Jurassic World Chaos Theory bekommen und ein paar haben gemeint, ja, ich finde es ein bisschen doof, dass die wieder eine animierte Serie rausbringen. Ich würde das Ganze gerne in Real Life sehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, aber gebt diesen animierten Serien echt mal eine Chance, wirklich. Wenn ihr Jurassic World Camp Cretaceous noch nicht gesehen habt, holt das definitiv nach. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber tatsächlich komme ich jetzt auch wirklich auf den Punkt, der mit all dem zusammenhängt, das Amalgam Testing. Denn scheinbar ist man nun dabei, mit dieser Serie Jurassic World Chaos Theory so einige Fragen zu beantworten, die eigentlich sehr wichtig sind, um den Verlauf der Geschichte wirklich zu verstehen. Unter anderem gibt es ja Gerüchte, dass die Serie uns zurück auf die Isla Sorna bringen soll und möglicherweise auch die Geschichte der Atrociraptoren mehr beleuchten soll, die mithilfe des Amalgam Testings geschaffen worden sein können. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, Amalgam Testing. Ich glaube, es vergeht kein Video wirklich, ohne dass ich inzwischen auf das Amalgam Testing zu sprechen komme. In diesem Video sprechen wir jetzt wirklich ausführlich darüber, was ist das Amalgam Testing, warum ist es so wichtig für das Jurassic Franchise und warum muss es immer wieder erwähnt werden, was sind die positiven und was sind die negativen Punkte. Ja, wir besprechen jetzt hier einfach alles rund um das Amalgam Testing, um dieses Thema einfach mal wirklich abzuhaken und einfach keine Fragen mehr offen zu lassen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir hierbei vorab mit dem wahrscheinlich erstmal wichtigsten Segment dieses Videos. Was bedeutet überhaupt Amalgam Testing oder erstmal der Begriff Amalgam? Und hier müssen wir drauf achten, im Jurassic-Universum wird der Begriff Amalgam Testing nicht unbedingt für das benutzt, wofür man ihn wirklich auch in der Realität benutzt. Denn Amalgam bedeutet so viel wie Zusammenführung. Ja, das würde eben noch passen, gerade wenn wir dann mal den Blick auf die Hybriden aus Jurassic World werfen. Allerdings ist das Thema Amalgam bei uns in der Realität, wenn ihr einfach mal nach Amalgam googelt, kommt ihr sehr schnell auf so Themen wie Zahntechnik oder Zahnmedizin. Und auch hierbei geht es um das Thema Zusammenführung von zwei verschiedenen Komponenten. Ich werde euch da unten mal einen Link in die Beschreibung reinsetzen, da könnt ihr das Ganze mal auf zahnmedizinischer Ebene nachlesen, wenn ihr da Interesse dran habt. Das Amalgam-Testing an sich im Jurassic-Universum bezieht sich allerdings darauf, nicht einfach nur zwei verschiedene, ich nenne es mal Substanzen zusammenzuführen. Nein, sonst könnte man ja sagen, auch der T-Rex aus Jurassic Park 1 wäre bereits ein Produkt des Amalgam Testings wegen T-Rex-DNS und eben Frosch-DNS, die das Ganze ja nochmal komplementiert hat. Das stimmt aber eben nicht. Das Amalgam Testing wird hierauf bezogen, dass man Dinosaurier-DNS mit anderer Dinosaurier-DNS versucht zu kombinieren. Hierbei ist der Begriff versucht sehr wichtig, denn das Amalgam Testing bezieht sich lediglich auf den Versuch, Hybriden zu erschaffen. Deswegen ist das Amalgam Testing auch bei dem Spinosaurus zum Einsatz gekommen. Trotz allem ist der Spinosaurus kein Hybrid in der Hinsicht im Jurassic-Universum. Das ist vielleicht gerade noch ein bisschen kompliziert, ich versuche das Ganze jetzt nochmal ein bisschen zu vereinfachen. Dr. Henry Wu ist nach den Ereignissen aus Jurassic Park 1 weiter mit seinen Forschungen vorangegangen. Unter anderem ist er nochmal zurück auf die Isla Sorna gereist, nachdem die aber komplett zerstört wurde.
Der Grund dafür ist ganz einfach der gewesen, dass Henry Wu bereits, als der Jurassic Park noch intakt war, also kurz bevor den Ereignissen aus Jurassic Park 1, sollte Dr. Henry Wu auf die Isla Sorna gebracht werden, um eben dort das Amalgam-Testing vorzuführen. Dort wurden ihm bereits auch die ganzen Gerätschaften bereitgestellt, die Labore waren fertig. Das sehen wir zum Beispiel auch in Jurassic Park 3. Wenn unsere Gruppe in das Four Seasons kommt, sehen wir ja dann diese Reagenzgläser mit den großen Dinosauriern und eben auch die kleinen Eier. Und die großen Dinos in den Reagenzgläsern, das sind Produkte des Amalgam-Testings. Mit Hilfe dieses Testings wollte Ingen tatsächlich auch ein bisschen weg von der reinen Dino-zur-Schaustellen-Idee gehen, ja? John Hammond hat ja die Idee gehabt, einen Jurassic Park aufzubauen, um eben den Menschen die Faszination der Dinosaurier ein bisschen näher zu bringen. Ein Lewis Dodgson hat in Jurassic World Dominion genau das auch angekreidet, denn er sagt ja unter anderem auch, dass er nicht verstehen kann, wie John Hammond diese Wissenschaft ursprünglich genommen hat und eben daraus ein Zoo gemacht hat. Und das kann man irgendwo auch nachvollziehen, diesen Grundgedanken, weil damit eben so viel mehr Forschung betrieben werden kann. Im Buch wird das Amalgam-Testing zum Beispiel auch schon relativ am Anfang kurz vorgestellt, denn da wird erklärt, dass diese Biotechnologie bereits so kommerziell benutzt wird, dass Menschen einfach leuchtende Fische verkaufen, damit Angler die eben besser im See finden. Hierbei werden zum Beispiel Fische mit Glühwürmchen gekreuzt. Und hier haben wir das Amalgam-Testing. Es sind zwei verschiedene DNS-Stränge, aber keine Dinosaurier-DNS-Stränge, die miteinander kombiniert werden, um bestimmte Fähigkeiten von einem Tier aufs andere zu transferieren. Spulen wir nun einmal auf die Jurassic-Kanon-Filme vor, die wir auch alle kennen. Jurassic Park 3 zeigt uns ja den Spinosaurus. Der Spinosaurus ist ein Produkt des sogenannten Amalgam-Testings. Man weiß noch nicht offiziell, welche DNS von einem anderen Tier in den Spinosaurus eingepflanzt wurde. Wir wissen aber, dass aufgrund dieses Amalgam-Testings der Spinosaurus so aggressiv ist und auch so versessen ist, die Menschen zu jagen, wie wir es eben auch später im Film sehen. Noch dazu wird auch die massive Stärke des Spinosaurus mit dem Amalgam-Testing belegt. Wir können einfach mal jetzt das Ganze weiterspinnen, das ist jetzt nur eine Theorie von mir. Der Spinosaurus konnte dieses eine Gehege einfach auseinanderreißen, weil er vielleicht eben noch DNS von einem Nilpferd in sich trägt, die ja auch sehr aggressiv sind, aber auch sehr stark sind. Das würde irgendwie Sinn machen. Das wäre das typische Amalgam-Testing im Jurassic-Universum. Wir haben einen Dinosaurier und aufgrund dessen, dass Dr. Henry Wu erst noch Forschungen betreiben muss, wie das Ganze wirklich funktioniert, werden hier noch nicht Dino-DNS und Dino-DNS zusammengepackt. Nein, hier werden Dino-DNS und DNS eines anderen Tieres mit dazu gepackt, wobei versucht wird, dem Dinosaurier Eigenschaften dieses Tieres zu implementieren. Warum auch immer man dem Spinosaurus jetzt die Eigenschaft von dem wahrscheinlich aggressivsten Lebewesen der gesamten Erde einpflanzen sollte, dass er erstmal dahingestellt ist, auch nur eine reine Theorie von mir. Wie gesagt, wir wissen nicht, was wirklich an DNS-Strängen im Spinosaurus drinstecken. Das heißt, wir müssen hier drei Sachen voneinander trennen. Die Erschaffung der Hybride an sich ist nicht das Amalgam-Testing. Ebenso wenig ist das Amalgam-Testing die Erschaffung eines T-Rex oder eines Velociraptoren aus Jurassic Park 1. Das Amalgam-Testing beschreibt im Jurassic-Universum den Übergang der Erschaffung von reinen Dinosaurier-DNS, wo man ja versucht hat, eben die lückenhaften DNS-Stränge mit denen von anderen Tieren zu komplementieren, eben wie jetzt hier beim Tyrannosaurus Rex, bei welchem natürlich auch die ein oder andere Fähigkeit von einem Tier mit auf die Tiere hätte überspringen können, aber eben nicht so gravierend. Die Erschaffung von Hybriden beschreibt im Jurassic-Universum, wenn zwei Dinosaurier oder eben mehr miteinander gekreuzt werden. Das heißt, im Fall von Indominus Rex haben wir auch noch den Oktopus mit rein, aber auch den T-Rex und eben den Velociraptor. Und der Indominus Rex hat ja sämtliche Eigenschaften von diesen Tieren angenommen. Die Stärke vom T-Rex, die Cleverness vom Velociraptor und eben auch die Fähigkeit, sich zu tarnen vom Oktopus an sich. Hier sind sämtliche Fähigkeiten mit einbezogen. Das heißt, der Tyrannosaurus Rex in Jurassic Park 1 wäre erst dann ein wirklicher Hybrid, wenn er noch seine Zunge rausstrecken könnte wie ein Frosch oder auf allen Vieren hüpfen würde. Das Amalgam-Testing ist nun dafür gedacht gewesen, den Übergang zu bilden. Wie kommen wir von einer komplementierten DNS-Forschung zu dem Punkt hin,
an welchem wir DNS-Stränge aufbrechen können und die künstlich mit DNS von anderen Dinosauriern füllen können, die aber eigentlich gar nicht kompatibel sind. Aus diesem Grund ist auch die Theorie entstanden, dass eigentlich die Velociraptoren aus Jurassic Park 3, die sind ja de facto auch offiziell bestätigt, Produkte des Amalgam-Testings, deswegen sind die auch so schlau. Und der weiterführende Gedanke, denn diese Dinosaurier zählen ja als Fehlschlag, aus dem vollkommenen Produkt dieses Amalgam-Testings kamen dann später Dinosaurier raus, wie zum Beispiel auch Blue. Denn da hat das Ganze ja wesentlich besser funktioniert. Blue wurde auf den Menschen abgerichtet oder konnte auf den Menschen abgerichtet werden. Blue ist so wichtig für die gesamte Jurassic World-Geschichte, weil Blue eben auf die Menschen abrichtbar ist. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum das so wichtig ist, dass man das eigentlich in einem kanonischen Projekten, einer Serie oder eben einem Film mit erklärt bekommen. Denn wie oft wird genau das als dumme Story dargelegt? Wie oft wird gesagt, oh, jetzt wird halt wieder Blue gebraucht und so ein normaler Zuschauer weiß eigentlich auch gar nicht warum. Es wird nur mal ganz kurz erklärt, naja, Blue ist halt leicht auf den Menschen abzurichten. Und es wird so getan, als wäre Blue einfach, naja, durch reine natürliche Intelligenz auf den Menschen so abrichtbar. Das stimmt allerdings nicht unbedingt. Wie gesagt, auch das ist nicht offiziell bestätigt. Allerdings wissen wir, dass durch das Amalgam-Testing die gesamten Forschungen auch an Dinosauriern aus Jurassic World weiter fortgeführt wurden. Indominus Rex, die Velociraptoren, die Atrociraptoren wären die dritte Gattung, die direkt in das Amalgam-Testing reinfallen würden, wenn der Leak wirklich stimmt zu Jurassic World Chaos Theory. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Das gesamte Amalgam-Testing ist quasi der Übergang von der Erschaffung von Dinosauriern bis hin zur Erschaffung von Hybriden. Das ist eben so der Mittelweg, den man eben braucht, um an diese Forschung ranzukommen. Und ich finde tatsächlich, dass dieser Punkt, den wir auch hier öfter mal kritisieren, dass man inzwischen einfach alles erklären kann mit Amalgam-Testing, dass der doch nur ein einziges Mal erklärt werden müsste. Und es würden sich sehr viele Fragen automatisch irgendwie verpuffen. Warum ist Blue so wichtig? Weil Blue eben ein Produkt ist, wie es ja in Jurassic World heißt, welches erfolgreich einen Teil des Amalgam-Testings überstanden hat oder welches erfolgreich aus dieser Idee herausgegangen ist. Das macht Blue nicht zu einem Hybriden. Nicht vergessen, das Amalgam-Testing erschafft keine Hybriden. Das erschafft Dinosaurier, die aber die Fähigkeiten von anderen Tieren mit übernehmen können. Wirkliche Hybriden nehmen dann auch die komplette Eigenschaft dieser Tiere mit über. Das heißt, nicht nur das Verhalten, eben dann auch die Tarnungsfähigkeit des Oktopus wie beim Indominus Rex oder auch andere Sachen. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Ich habe das Ganze jetzt hier nicht komplett konfus erklärt, aber ich wollte das auf jeden Fall mal ganz kurz klarstellen, da wir das Amalgam-Testing immer wieder mal aufgreifen, auch in meinen Was-wäre-wenn-Geschichten, war es wichtig, hier mit euch mal drüber zu quatschen und das Ganze mal ein bisschen aufzulösen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schickt mir die einfach mal in die Kommentare unten rein, da werde ich versuchen, die zu beantworten, so gut ich eben kann. Ansonsten würde ich sagen, bin ich raus für heute mit dem Video, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.